Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Crime Scene Cleaner. Und deinen Abo und Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, so denn ihr dazu entscheiden solltet. Wie geht's ins Handy, weil das schon die ganze Zeit klingelt? Mr. Kowalski, sorry to bother, but I have some good news and some bad news. Oh. Bad news first, Rob's Boss, Big Jim, found out what we did. And he's the scariest guy I know. But, here's the good news. He's not mad at all. In fact, he is so cool with what happened and is impressed by your skills, he'll probably hire you. So, yeah, good luck. This is insane. What the hell did you get me into, Tyler? Nimm an, das ist irgendwie ein Foto von Helen. Das ist nicht die Tochter, oder? Das ist dann. Elena war die Tochter. Das ist dann vermutlich die Mutter. Getrennt leben? Scheidung oder was? Oder. Oh, das ist das Kinderzimmer. Elena. Sie ist die Tochter von Herrn Kowalski. Sie leidet an einer schweren Krankheit und benötigt sehr teure Behandlungen. Herr Kowalski, er verlor seine Frau vor einigen Jahren und wurde ein alleinerziehender Vater. Herr Kowalski arbeitet als Hausmeister in einer Schule, aber sein Gehalt reicht nicht aus, um die Behandlungskosten für seine schwerkranke Tochter zu decken. Daher hat er sich entschlossen, zusätzlich gefährliche Jobs wie das Säubern von Tatorten anzunehmen. Oh. Wasserquelle, Abgabepunkt zu Hause. Ah, der Computer ist im Keller, okay. Okay. Wir haben echt einiges zu lesen. Oh, wie süß. Oh, wir haben kein Spiegelbild. Das Spiel nervt uns die ganze Zeit mit den Fertigkeiten bauen. Ich überlege gerade, ob ich das mal eben machen sollte. Aber wir können das Buch aufheben, ne? Also einfach nur aufheben, ne? Das ist. Geht auch gar nicht so wirklich. Nö. Nö, das geht nicht wirklich. Okay. Na gut, dann gucken wir ganz kurz den Fähigkeitenbaum. Hochdruckreiniger, aber die haben wir noch gar nicht benutzen können bisher. Werkzeuge, Mülleimer, sie können den Korb mit einer Hand tragen, während sie mit den anderen Müll sammeln, ja. Erhöht die Kapazität. Zusammenkleben, Reichweite erhöhen, Kapazität weiter erhöhen. Alles für einen, erhöht die maximale Anzahl kombinierter Müllsäcke. Ja, das interessiert mich ja nicht so wirklich, glaube ich. Kriegt die auch so alleine rausgeschleppt, glaube ich. UV-Lampe, aber die haben wir schon scheinbar. Die ist jetzt automatisch, glaube ich, freigeschaltet dann. Rundumlampe, tragbare Taschenlampe, das ist gut, das nehmen wir mit. Unbegrenzte Batterie, kostet aber direkt 3 Punkte, aber mache ich einfach. Wasser. Erhöhte Eimerkapazität, das ist auch gut, das nehmen wir. Widerstandsfähiges Reinigungsmittel, Flächenreinigungsmittel. Besserter Eimer, sie können 2 Reinigungsmittel in einen Eimer geben. Ja. Guck erstmal, was ist für Werkzeug, aber das hier nur genau. Und jetzt hier noch. Ja, dann machen wir das hier erstmal, oder? Und dann machen wir vielleicht noch einmal das. Und dann müssen wir später mal die anderen Sachen schauen. Okay. Gehen wir mal an den Rechner. Danke, dass du meinen Hintern gerettet hast, Tyler Novak. Herr Kowalski, Sie sind wirklich ein Geschenk Gottes für alte Trottel wie mich. Ich bin kein schlechter Mensch, definitiv kein geborener Killer, aber dieser Arsch hat mich kalt erwischt. Es war er oder ich. Wie auch immer, ich hoffe, Sie haben den Umschlag gefunden und sind nicht sauer, dass ich schnell abhauen musste. Das war einfach zu stressig, Mann. Ich konnte es nicht ertragen. Nochmals vielen Dank. Er hat das Blut von der Decke runtertropfen sehen und dachte sich, ja gut, dann bin ich hier raus. Überlasse ich das den hier. Pete Sutcliffe, Cemetery, Grabrenovierung. Herr Kowalski, ich weiß, es sind erst 5 Jahre vergangen, seit Ihre Frau verstorben ist, aber das wirklich schreckliche Wetter in Kombination mit der hohen Luftverschmutzung in unserer Region beschleunigt die Verwitterung von Grabsteinen. Ich kann Ihnen einen Rabatt von 20% auf die Renovierung des Grabes Ihrer Frau anbieten, sodass es Sie nur $320 kosten würde. Glauben Sie mir, das ist kein Schnäppchen. Mit freundlichen Grüßen, Pete Sutcliffe. Kann ich Ihnen antworten? Nee, ne? Antworten kann ich hier nicht. Maschiv ist auch nichts. Okay. Mann, da müssen wir schlafen gehen, ne? Ja, geh ins Bett, steht da auch. Gut. Ah, da sind die Kassetten, die wir gefunden haben. Cool.
ich mag das, wenn Spiele so eine kleine Hubwelt haben. Schreibt bitte auch, kann ich das Spiel ein bisschen heller machen, so allgemein, auch für euch? Naja, kann ich. Ach, schon viel besser. Viel besser. Ah, ich habe jetzt die Flashlight. Nice. Cool. Ja, gehen wir mal schlafen. But what if that motherfucker finds out? No worries, pals. He's too dumb to suspect a thing. Loving familiar. Just don't chicken out at the last moment, gentlemen. I mean, yeah. Just shove it down his throat. Got it in the bag, guys. Big Jim? More like a big pussy. Da ist der nächste Tatort. Oh, dieser stressige Job, ey. My name is Jim. Big Jim. The dead guy in your trunk, Rob, used to push the product for me. He had this freaky hobby and I was looking to cut ties anyway, so no sweat. But I have to say, I'm impressed by what she did in his apartment. That shit'll never look better. So, here's the deal. You either stop cleaning for me or I'll have someone else wiping your blood off my shoes. Sounds fair? Going from underpaid janitor to working for the biggest crime boss in the city? Talk about overnight success. Elena, die Klinik ist gar nicht so schlecht. Hallo Papa, ich weiß, dass du viel arbeitest, aber ich wollte dir erzählen, wie es mir geht. Es ist immer noch seltsam, ohne dich zu leben, aber ich gewöhne mich langsam an diesen Ort. Wir haben normale Unterrichtsstunden. Es gibt hier andere Kinder in meinem Alter und einige von ihnen sind wirklich nett. Ich denke, sie wollen sogar Freunde sein. Es ist wohl nicht so schlimm, wie ich dachte, aber ich vermisse dich sehr. Ja, ich hoffe, ich kann dich bald sehen. Sag Dexter von mir Hallo, ich hab dich lieb. Kreditantrag abgelehnt. Herr Kowalski, Ihr Kreditantrag wurde abgelehnt. Leider qualifizieren Sie sich mit Ihrem derzeitigen Gehalt als Hausmeister für keine unserer Angebote. Alles Gute wünscht Ihnen Leon, der Kreditmeister. Wellness-Probleme. Die Arbeit, die du bei Rob gemacht hast, war lobenswert. Ich habe eine Testaufgabe für dich und später einen echten Job. Denk daran, für mich zu arbeiten bedeutet hohe Bezahlung, aber ich verlange Loyalität. Jetzt lass uns zur Sache kommen. Nimm alle Vorräte, die du brauchst und geh zum Mike's Wellness Center. Übrigens, Mike ist mein Cousin. Wenn du dich beweist, werde ich dich großzügig belohnen. Jim. Dann machen wir die Blutprobe. Soll ich grüßen? How are you doing, Dexter? Did you know Daddy started a criminal career? Who's a good boy? Who's not working for a mob? Naja. Leider war. Okay, Blutprobe. Gibt sogar 7500 diesmal. Kapitel 1, Blutprobe. A man you never want to mess up with, or even know in the first place. To kill his own family like this, his name will haunt me until my grave. Aber für die Leute im Stream übrigens. Are you there? Moment. Hello? Hello, Mr. Kowalski. I'm now taking charge of this place as an inheritance from my cousin, so my schedule is a bit tight. However, you can take your time while dealing with his body and this whole mess. Thanks. I'm getting down to work. That's what I like to hear. Ägyptens Geheimnis entschlüsseln. Vollständiger Leitfaden zum Jenseits. Anubis. Divine Kingship and Solar Authority. Exclusive Opportunity Act Now.
Grand Pi's rare life-sized statue of Anubis. Okay. Ja, lass uns erstmal Wasser holen. Egal, dann laufe ich halt ein bisschen durchs Blut. Erstmal Wasser holen. So. Oh, wir haben auch, haben wir hier neue Sachen? Ja, wir haben den Hochdruckreiniger, der ist neu, und die Lampen. Aber, ich habe mehrere Lampen. Aber ich brauche die Lampe nicht. Ich habe doch die hier. Ach, ich muss da noch Putzmittel reinmachen. So, let's go. Okay. Ei, was für ein schöner Ort hier. Welcome to Miko Spa and Wellness. Place which you never want to leave. I'll have to search the lockers for evidence as well. M25, okay. Keeping up with those pasta eating Mama Mia's make me sick. But that's our best shot for taking out Big Jim. I got connections with his cousin Mike from the old school days. I'm gonna sweet talk him into slipping some poison into Jim's family dinner. Your job? Make sure no funny business happens during our meeting. They had a well thought out plan. Mike and Rick could execute well, but got executed instead. Our solarium guarantees a very even tan. All over the body. Please, oh, to the fullest. Da gehen wir gleich rein. A very balanced barbecue experience all over the body. Hab ich die Nummer vergessen. Aber das... budge. I need to find a matching card. B42. Können wir irgendwo in unser Inventar gucken? Nee, ne? Es gehen nur bestimmte Türen auf. Müssen wir aufs Schloss gucken oder reicht es auf die Tür zu gucken? Reicht auf die Tür zu gucken? Oh. Apparently, criminal savoir vivre is not allowed taking weapons to the sauna. Niemals mit einer Waffe auf sich selbst richten. Das endet nicht gut. In dem Spiel geht das natürlich, aber nicht im echten Leben nachmachen. Oh, Clown. Warum nicht? Ich habe hier immer nichts übersehen am Blut oder so, ne? Achso, hier noch. Ach stimmt, ja stimmt, wir sind hier reingekommen. Natürlich auch noch sauber machen. So. Ja, lass mal wieder hier hin. Dann muss hier aber auch sauber gemacht werden, glaube ich. Hier ist noch ein bisschen was am Boden. Das sieht hier aber gut aus. Diese entspannte Meditationsmusik hier, ne? So, jetzt können wir die Tür schon mal öffnen. Ah, das war schon mal der erste Schritt schon mal getan hier. Das war schon mal schön.
können einen Hochdruckreiniger hier nutzen, scheinbar. Die Frage, ob der besser ist als das, was wir hier gerade machen, oder ob der Hochdruckreiniger einfach viel krasser ist. Man kann die Düse sogar wechseln. Jetzt sind wir hier bei Powerwash Simulator. Aus leer. Okay. Kann ich das jetzt mit der Hand wieder aufnehmen und an dem Wasserdingen aufladen? Ja, komm mal. Schon wieder leer. Das geht aber schnell, ey. Ah, da ist noch Blut drauf. Okay, dann nehmen wir mal den Mülleimer. Und dann nehmen wir den ganzen Müll hier mit. So, weiter geht's. Kann man wieder Schritt hinterlassen, oder? Eieiei. Hier können wir auch noch Müll machen. My janitor training comes in handy once again. Voll. Ist schon ein bisschen meditativ hier, sauber zu machen. Ich meine, hierfür brauchen wir glaube ich am ehesten den hier, ne, den Schwamm. Ja, dann geht das super fix. Wir haben aber erst 19% des Blutes, das sieht aber mehr aus als 19%. Oder zählt er für den ganzen Tatort jetzt hier? Beim letzten Mal war das glaube ich nicht so, dass er den ganzen Tatort gezählt hat. Da ging es auch ein bisschen nach Räumen. Kann sein, dass hier jetzt der ganze Tatort gemeint ist. Bei 19-20% jetzt ist ein bisschen wenig, wenn ich ehrlich bin. Oder der meint das ganze Blut, was hier drin ist, dass wenn man das dann Wasser ablässt oder so, dass das dann weniger wird, keine Ahnung. Ich nehme nicht an, dass wir das sauber machen müssen, sondern dass wir das. Dass wir das Wasser ablassen können. Ups. Wie ist das Blut bis da oben hingespritzt, ey? Alter Schwede. Das Blut, da tropft.
Okay, ich glaube, wir brauchen mal neues Wasser. Vor, da ist ein Typ, der Blut von der Decke und sowas wegmacht, indem er dann springt mit dem Wischmopp oben gegen geht. Lustig das ist. Aber ich brauche gar nicht springen. Guck mal, meine Reichweite reicht. Vollkommen aus. Okay. Warum kann ich hier nicht weiter? Weil das Wasser nicht abgelassen ist. Aber eigentlich kommt man da ja weiter. Ah ja, hier können wir den Schwamm nutzen. Prozent. Wir sollten noch mal gucken, ob wir irgendwie das Wasser hier abgestellt kriegen. Oh, hier ist eine Tür. Manuelles Hacken. Ach so. Ah, I see. Ich kann es eintippen, während das Ding da drüber ist. Fuck. Oh. I'm in. Okay. Oh, süßen Herzchen. Oh, Geld. Oh mein Gott, das ist aufblasbar, ne? Oh mein Gott. Ja, die Mafia. Gib dich dem Wind hin und lass den Geist im launischen Chaos der Himmel schweifen. Tut mir leid für die Geräusche gerade draußen. So, können wir an den Computer hier gehen? Nö. Forgot about things. So, grün schalten, Wasser weg, dann das Ding. Ah, das ist wieder das Bild von dem Typen, ne? Dieser Typ da oben. Okay. Was soll Schrauben und Nägel und sowas darstellen, nehme ich an. Okay. Und jetzt wird das Wasser abgelassen, oder? Okay. Okay. Da ist noch mehr Blut. Und hier noch ein Beweis. Someone was feeling stabby today. Okay, weiter geht's. Happy little accidents, hier bei Bob Ross. Oh nein, was habe ich getan? Potato! Okay. Oh, das ist leer. Respawnt erst mit der Zeit oder was? Okay, dann nehmen wir das andere. Wie, das ist auch leer. Achso, ich habe nicht richtig geklickt. Achso, das war nicht leer. Egal, jetzt haben wir halt das hier. Thank you.
Ich habe das Glas kaputt gemacht, ups. All nice and sparkly. Das klauen? Ja, kann ich. Okay. Another one. Another one. Nice. Probably slipped out of the hands of a clumsy criminal. So, nehmen wir schon mal den Müll hier raus. Mämmel gibt's hier nicht. Okay. Ich glaube, wir können auch neuen Müll erzeugen, der wird die Dinger kaputt machen. Ich will das einfach wegmachen, die Gläser hier. So, dann. Mister, komm so auch mal her. Huge guy. Probably a bodyguard. Swiss cheesed with a sharp object. So. Nimm an, das Ding muss irgendwo platziert werden. Na komm schon. Ach Mann! Geht doch. So. Das sind die Enten vom Anfang, ne? Die eine Ente hat eine Knarre in der Hand. Warte mal, kann man das sehen? Drehen ist mit dem. Er hat eine Knarre in der Hand. Oh, herrlich. Okay. Ah, hier ist das Damenumkleide. Lustig, wie hier einfach überall wieder irgendwie Blut auftaucht. Interior design is my passion. Boah, hier ist aber echt ganz schön viel Blut übrig, ne? Das erkennt man aber auch kaum, das Blut. Das vielleicht mit der UV-Lampe besser sehen? Ah, guck mal an. Ach, hier ist das andere Ding.
das Ding hin? Keine Ahnung. Das gehört da oben hin, nehme ich an. Okay, dann haben wir hier schon mal den Hauptraum, glaube ich, soweit durch, würde ich fast behaupten. It won't move like this. Ups. Das war keine Absicht. Ich schwör's. Oh, schon wieder voll. Oh mein Gott. Das Blut zählt auf jeden Fall alles zusammen. Ja, tatsächlich. Die Gesundheit wurde negativ beeinträchtigt durch die Sauna offensichtlich, ja. Den Leuten geht's hier nicht mehr gut. Nicht so lange in der Sauna bleiben, Leute. Das ist die Moral der Geschichte. Vielleicht auch einfach die Moral der Geschichte, tretet keiner Mafia bei. Und wenn ihr einer Mafia beigetreten seid, versucht vielleicht nicht das Oberhaupt der Mafia hinter seinem Rücken quasi Pläne zu schmieden, um ihn dann quasi außer Gefecht zu setzen. Könnte tödlich enden, sowas. Aber das ist halt nur die Moral der Geschichte, ne? Aber ich habe noch eine ganz andere Moral der Geschichte. Verbrechen lohnt sich nicht. So. Sagt ihr, während ich ja quasi gerade genau das mache, ne? Ich begehe gleich ein Verbrechen in diesem Spiel. Das ist nicht legal, was ich hier tue. Mit dem Tatort. Den Tatort so reinigen. Aber ich bin jung und brauche das Geld. So jung bin ich, glaube ich, im Spiel gar nicht mehr. Ich habe ja schon eine Tochter. Aber ich bin arm und brauche das Geld. Ha. Immer eine gute Ausrede. Armut ist immer eine gute Ausrede. Ich bin besser arm dran als arm ab, oder? Ich frage mich, ob wir einfach ein Leichen bekommen, wo der Arm fehlt, wo der Witz jetzt besser gepasst hätte. Der wurde wohl in den Kopf geschossen. Eieieiei. Aber ja, das Blut zählt alles zusammen hier. Das ist mal gut. Alter Schwede. NB letters on his tattoo could stand for Norman Bates. Or Nomad Block, the notorious street gang. Either way, he shouldn't have gotten in Jim's way. Fully relaxed, not knowing someone is about to stab him. Peaceful death. To some extent. Und hi Leo. Wie die da zusammengestaucht werden in ihre Bodybags, das ist schon echt interessant. So, wir müssen das Wasser wechseln. So, da wollen wir wieder Reinigungsmittel reinpacken.
Warum habe ich wieder Fußspuren hinterlassen? Kann ich meine Füße irgendwie sauber machen? Was geht? Tatortreinigung, das geht. Nur nicht die legale Art und Weise von Tatortreinigung. Spurenvernichtung. Wir sind da so reingerutscht jetzt. Jetzt sind wir bei der Mafia. Naja, mehr oder weniger. Bei der Mafia sind wir nicht. Wir sind, glaube ich, kein Mitglied der Mafia. So weit würden die, glaube ich, nicht gehen. Aber wir sind halt ein nützlicher Idiot. Aber sie bezahlen uns zumindest gut. Ja, Dude, komm mal mit. Shot dead at close range. This must be Mike, the owner of this place. Former owner of this place. I knew he always wanted to get at me. But he crossed the line by getting in contact with the other gangs. And nobody ever crosses Big Jim. Hey, at least it's more work for me. That's the spirit. Ich glaube, da brauchen wir mal ganz kurz den Hochdruckreiniger. Der war hier vorne, ne? Kann man nochmal auffüllen. Ich komme da oben an die Stelle nicht ran. Perfekt. So, ich glaube, jetzt ist es gut hier drin. Ich müsste das Wasser wieder reinlassen, ne? Dann. Und nochmal ganz kurz in das Ding hier gucken, ob hier alles in Ordnung ist. Guck mal, hier ist auch noch Blut. Es sieht ziemlich gut aus. Jetzt können wir das Wasser wieder reinlassen. Und Wasser am Arsch. Ja, wunderbar. Das sieht doch schon wieder aus wie neu, oder? Sieht doch direkt einladend aus. Damit wollen wir direkt reingehen. Merkt man gar nicht mehr, was hier gerade für Gräueltaten hier begangen wurden. Ach, ja gut, das sieht man halt noch, ne? Er hat nur zu viel getrunken, das ist Rotwein, die Flecken. Er ist einfach nur betrunken. Seht ihr, der wackelt doch mit dem Kopf, der ist am Schlafen. Ist das ein... Das ist ein Pizzaschneider, oder? Es sieht so aus, als wäre sein Hals durchschnitten worden mit dem Pizzaschneider. Ich meine natürlich, er ist betrunken, also offensichtlich. What the actual fuck? I've seen people slicing pizza with this. Ich auch. Wir haben nur Pizza damit geschnitten, offensichtlich. Bis an die Decke, okay? Wie ist das denn passiert?
und die Vasen rummachen mit dem Schwamm sauber. Und eine Keycard. Why did they even bother locking them? Und dann brauchen wir wieder unser Hautdruckreiniger. Den Rest. So. 100% des Mülls, das bin ich losgeworden. Nice. Okay, Hautdruckreiniger. Der war hier. Hat nicht mehr so viel Wasser. Sollten wir vielleicht mal neues Wasser reinpacken. Seeing red now. Ah, wir sind gleich bei 90% des Blutes. Oh nein. Was habe ich getan? Da machen wir beide kaputt. Dann geht gerade gar nicht. Dann mache ich sie beide kaputt. Need to empty the trash can first. Okay, die Vasen kaputt machen ist übel, weil man so viele Müllsäcke produziert dadurch. Dafür sieht es hier schon relativ gut aus jetzt. Ja, dann komm du auch mal mit. One slice to the throat did the trick. Pretty quick death, given the circumstances. Ich sag dazu jetzt nichts. Ich oder mein Anwalt. So. Ich würde sagen, der Raum ist auch ziemlich sauber. Ah, jetzt kommen wir zu dem schrecklichen Raum da vorne. Oh mein Gott. Extra crispy. Hier ist... Kentucky Fried Chicks sind hier. Oh mein Gott, das tut mir leid. Den Witz musste ich bringen. Mir ist so langweilig, Schatz. Ich bin jetzt schon eine Stunde hier. Nur noch 10 Minuten, Baby. Ich mach's wieder gut. Kauf mir einen Whirlpool, wie den du hier hast. Wenn wir Jim loswerden, können wir das ganze Geschäft verkaufen und dem Malibu unser Gehirn rausfügen. She was Mike's wife, apparently. They were planning a coup, but Jim outsmarted them. First things first, gotta scrub, scrub, scrub. Cleaning comes before fixing. Er muss aber erstmal das hier am Boden wegmachen. Und das ist ja eigentlich alles komplett getrocknetes Blut sein müsste dann, ne? Also von daher sollte man da eigentlich keine Spuren hinterlassen. Alter Schwede. Oh, wie crispy die ist, Alter. You don't think about it daily, but the human body is such a soft machine. Nee, ehrlich mal, entweder Mob oder wir müssen einen Hochdruckreiniger nutzen. Ich bin sogar eher dafür, dass wir einen Hochdruckreiniger mal wiederholen. Ups.
Guck mal an, so geht das schnell. Muss wieder nachladen. Nachladen. Aufladen wieder. Passt schon, wir nehmen den Mob für den Rest. That's a piece of work. Nice. 100%. Jetzt können wir uns endlich mal hier rumkümmern. Oh, eine Kassette. Zu kalt, um zur Aufnahmesession zu kommen. Kids nowadays say, not making it out of the hood with this one. Okay. Drogen. Noch ein Entchen. Drogen, Ringe. I'm taking this home. Den kann ich auch nicht öffnen. Geld. Mateo's Pizza. I'll order one with pineapple for me and Dexter. Oh. Ich glaube, hier habe ich erstmal alle geholt, die ich öffnen kann. Was ist jetzt hier auf Klo los? Ist hier noch irgendwie was? Mess will always be somewhere. Okay, ja, stimmt schon. Oh, das Geld unterm Klo. Leere Benjamins. Na gut. Ui, $300. Rome, okay. Nochmal Rome, nochmal Geld. Nochmal Geld. Ah, oh, noch eine Karte. M34, okay. Nochmal Schmuck. Die haben wir alle auf, ne? Oder warte mal, hier ist noch eine. Ich kann nicht öffnen. M34. Die VIP-Karte. I'm something of a VIP myself. Jetzt können wir hier vorne das mit dem VIP-Ding machen, ne? Hier. VIP access granted. Okay, wo ist das jetzt? Yeah, thanks.
gerade da. Hier ist aber nichts zum Säubern, oder? Oh, nehmen wir mit. Ah, noch ein Tape. Dvorak Quartett Nummer 10. Allegro ma non troppo. Okay. Ah, Money, Money. Ah, W18, die letzte, die wir noch öffnen können, ne? Noch mehr Money. I'm sure Big Jim won't mind me taking it. I'll consider it as your tip for the night. Ja, so lobe ich mir das. Trinkgeld muss schon sein, ne? Ja, das Problem ist halt, das ist ein Mafia-Typ. Ich sollte mit dem nicht sympathisieren. Also, das ist ein realer Typ. Wo ich hier reingerutscht bin, ist nicht gut, glaube ich. Es wird nicht gut enden, glaube ich, was wir hier tun. Und am Ende sind wir der Sündenbock. Das sage ich euch jetzt schon. It's not like they need it anymore. Everything I touch turns to gold, then to coal, then to rust, then to dust. Okay. Und dann noch mit diesen... die Daumen nach oben mit dem Gesicht drauf. Ich hatte die Drogen fast gerade vergessen mitzunehmen. So, aber ich glaube, jetzt sind hier alle offen, ne? Die noch geleuchtet hatten. Aber hier gab es jetzt ein bisschen weniger Geheimnisse, wenn ich das richtig sehe, oder? Das war jetzt irgendwie ein bisschen weniger. Als beim ersten Level. Wir sind ja jetzt schon durch, ne? Wir müssen das, glaube ich, erst so machen. Und dann mitnehmen. Kennt jemand das Spiel? Weiß, ob ich irgendwas verpasst habe hier? Also irgendwas Wichtiges, irgendwas Großes oder Tolles. Ich weiß gerade nicht, ob hier noch irgendwo ein anderer Weg ist, den wir noch gehen können. Wirkt gerade nicht so, als wäre hier noch was. Es wirkt so, als wären wir jetzt durch. Aber es sind auch schöne Level, oder? Muss man auch mal sagen. Ein echt schön gestaltete Level. Ich kann natürlich Ordnung hierfür sorgen. Ich kann für Ordnung sorgen, indem ich hier einfach mal eben alles zumache. Das Ding kann jetzt stehen bleiben. So. Na gut, das wird's wohl gewesen sein. Dann bin ich ready. Perfekte Punktzahl, alle Beweise, perfekte Punktzahl. Nice, nice, nice. Ja, 9 Fähigkeitspunkte. Und 2 Geheimnisse gefunden. Keine Ahnung, ob es mehr als 2 gibt. Ah, das Handy klingt wieder. Aber meine lieben Freunde auf YouTube dann für den Part. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif und immer das Beste aus eurem Leben und euer Potato Fett verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss!